So, da sind wir wieder mit Epona, unserem frisch neuen dazu gewonnenen Freund. Und wir marschieren jetzt erstmal nach Kakariko, um uns ein neues tolles Item zu holen. Nein, ich lispel nicht, das mache ich extra. Frag dich warum. Nicht alles, was ich tue, ergibt unbedingt Sinn. Ich hoffe mal, dass wir heute Dave sehen, weil der meinte, dass er eventuell heute vorbeikommt, damit wir den nächsten Tempel aufnehmen können. Da freue ich mich doch schon mal sehr drauf. Das wird wieder eine lustige Angelegenheit. Obwohl, ich muss euch von vornherein vorwarnen, denn dieser Tempel ist zwar übelst geil, aber nicht meine Spezialität. Im Sinne von, ich glaube, das habe ich sogar im letzten Part schon erzählt. Das weiß ich eben nicht mehr. Blöde, ne? Aber so bin ich halt. So bin ich halt. Ein bisschen blöd in der Birne. Nee, ich habe mich so oft in diesem Tempel da verlaufen und wusste so oft nichts damit anzufangen, dass ich jetzt mittlerweile auch keine Ahnung mehr habe, was ich da tun muss. Ja, ist schon alles kompliziert. Die Welt macht es mir nicht leicht. Der Friedhof. Soll ich mir gleich noch vorweg das Lied holen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ach, ich habe das Lied in der Mühle vergessen. Ja, hole ich mir dann mal wieder weggehen. Der Magiekrug. 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 Mein Güter. Ein Geist. Ein Geist. Schmaul! Lach nicht. Ich verkauf dich beim... Alter. Haben wir ihn? Haben wir. Dann nehmen wir den doch gleich mal mit. Milch brauche ich nicht. Ist nicht sehr sinnvoll für mich. Wie viel Milch ist denn da drin? Ah, jetzt ist leer. Dankeschön. Ich habe ein Irrlicht gefangen. Sehr sinnvoll. Braucht man nicht, aber... Oh, noch eins! Na, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Na. Was mache ich denn jetzt? Geil. Ich wusste, ich hätte das Ding wegstecken sollen. Mann. Jetzt habe ich den Geist getrunken. Das geht doch überhaupt nicht. Wer trinkt denn schon Geister? Oh. Oh. Jetzt geht's wieder los hier. Was ist denn hier los? Donner. Ja klar. Was war das denn? Ja, der hat sich erschreckt. Atomangriff, sofort hinknien und rollen, rumrollen. Ah, nee, ist bei Feuer. Vorderen Tisch. Na. Da oben ist noch ein Tempel, der ist nett. Aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Die Flattermänner da kaputt machen. Na? War klar. Hätte ich das mir so vor. Nochmal. So viel Spaß macht. Ist der andere? So, noch einer. Komm hier.
Na komm. Alter. Wollt noch was in dem Part erreichen? Ich muss euch kaputt machen. Ich habe wenigstens eine andere erwischt. Das ist auch für mich als Sieg verbucht. Auch wenn es nicht so geplant war. Gifte Fledermäuse, echt. Aber die im zweiten Tempel waren ja noch besser. Die haben ja einfach nur gebrannt. Jetzt kommen meine Freunde, die ich überhaupt nicht mag. Alter, Zombies. Zeige ich euch das aber nicht mit dem Pfannkuchengesicht. Das war schon in der Kindheit ein Fehler von mir. Ich mag die nicht. Ich finde die so ekelig, die Viecher. Sie erst noch lesen. Mann, 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 Mann. Das Sonnenlicht erschwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe den lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Stand er jetzt auch auf dem Grabstein? Links unten hoch, links unten hoch. Guck mal, ob das stimmt. Ne. Dachte ich aber. Hätte ja sein können. Ups, jetzt wollte ich links. Ja, jetzt habe ich schon aus Gewohnheit links gedrückt. Ich habe doch immer erst der Joystick. Immer dem Joystick die Schuld geben. So. Ach, ist das schön. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Ich weiß, deswegen bin ich auch hier runtergekommen. Sind jetzt die Zombies eigentlich versteinert oder nicht? Jo, Hymne der Zeit. Zap, 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 zap. Ne, sind sie nicht. Dann kann ich euch ja doch nicht zeigen. Ne, geh du bloß weg von mir. Da lasse ich mich sogar lieber extra verwunden, als von denen angeschrien zu werden. Die mag ich nämlich gar nicht. Kindheitstrauma und so. Ein Massengrab. Die sind aber hier nicht gerade sehr schön gestapelt, wie ich finde. Früher waren die schon alle ein bisschen Malle im Kopf. Kann man sogar von